Laute Motoren und unglaubliche Höhen. Die Piloten aus ganz Europa zeigten auf dem Flugplatz in Welzow ihr Können. Dort fand nämlich vom 26. bis 30. August die internationale Kunstflugmeisterschaft mit dem besonderen Namen Extra Unlimited Aerobatics Welzow Airport statt. Wo normalerweise Hubschrauber und kleine Flugzeuge starten, war in jener Woche ein atemberaubendes Luftspiel zu erleben. Wie es dazu kam, hat uns Geschäftsführer Peter Müller erklärt. Naja, der Flugplatz hat seit 2015 hier die Homebase gebildet für den Kunstflug. Der Klaus und ich, wir kennen uns nun schon seit längerer Zeit und haben gesagt, wir machen hier mal ein paar Kunstflugtrainings. Das wurde sehr gut angenommen durch die Bevölkerung, durch die Stadt steht hinter uns. Und so sind wir dann mal auf die Idee gekommen, wollen wir nicht mal hier eine Kunstflugmeisterschaft veranstalten, eine internationale Kunstflugmeisterschaft. Noch dazu, wo durch Corona ja vieles jetzt den Berg runtergegangen ist. Die Behörde hat uns auch bestätigt, dass dieses die einzige Luftfahrtveranstaltung in diesem Jahr im Land Brandenburg ist. Die einzige Veranstaltung im Land Brandenburg also. Dennoch musste sie akribisch geplant werden. Ideen und die passenden Umsetzungsvorschläge mussten her. Allein ist das wohl nicht zu schaffen. Peter Müller, Klaus Schroth und Frank Steckling haben daher gemeinsam die Meisterschaft am Welzower Flugplatz in Angriff genommen. Drei Mann haben sich hier gefunden und haben gesagt, wir müssen diese Veranstaltung auf die Reihe kriegen. Innerhalb von 3 Monaten haben wir das geschafft. Sie werden sich sicherlich vorstellen, dass da die Köpfe manchmal geraucht haben, aber wir haben uns hinterher wieder gefunden. Es musste das gesamte Organisatorische sichergestellt werden. Der Klaus hatte eine große Aufgabe gehabt, alle internationalen Piloten, die heute hier sind, an Bord zu kriegen. Und ich habe auch noch einen guten Manager, der den Bodendienst organisiert, den Frank Steckling. Und so haben wir das erst auf die Reihe gekriegt. Bei der Planung mussten natürlich, wie bei jeder Veranstaltung, auch die Corona-Auflagen berücksichtigt werden. Denn auch wenn die Piloten in der Luft allein sind, muss sich das Publikum an die Hygienemaßnahmen halten. Wir haben beim Landkreis angefragt, worauf wir zu achten haben. Wir haben bei uns beim Ordnungsamt die Zustimmung geholt. Selbst die Luftfahrtbehörde des Landes wollte von uns schriftliche Bestätigung haben, dass wir die Corona-Bedingungen hier vorbereitet haben und einhalten werden. Das Publikum war auf jeden Fall begeistert, schaute den Piloten intensiv bei ihren Kunststücken zu und bewunderte die Möglichkeiten der Maschinen. Selbstverständlich sind das keine normalen Flugzeuge. Sie müssen den enormen Kräften der Stunts standhalten. Wer die sogenannten Extra-Flugzeuge gebaut hat, erklärt uns Klaus Schroth. Ja, Extra ist Walter Extra, der sitzt da drüben. Alter Freund seit, was weiß ich, Mitte der 80er. Der baut die Flugzeuge. Hat die meisten Flugzeuge in Deutschland, Zivilflugzeuge in Deutschland gebaut. Nach dem Krieg sind, ich weiß es gar nicht, 800 etwa von den Kunstflugzeugen weltweit verkauft worden. Das ist der Führende. Im Moment fliegt fast alles in der Kunstflugwelt, die Extra-Flugzeuge. Ja, das ist die neueste Kreation, die NG, das ist ein Doppelsitzer allerdings. Also nicht das reine Sportgerät, sondern auch ein bisschen bequem, wo man sehr guten Sport mitmachen kann. Ja. Damit die Flugzeuge auch abheben, müssen erfahrene Piloten ans Steuer. Was sie an den insgesamt 3 Wettkampftagen fliegen mussten, wurde natürlich im Vorhinein festgelegt. Angefangen wurde am ersten Tag mit einem Pflichtprogramm, welches Piloten bereits vorab bekannt war und welches sie seit knapp 2 Monaten üben konnten. Das zweite Programm beinhaltet 5 Figuren, die jeder selbst zusammenstellen kann und dann vorführen muss. Auch dabei zählt jede kleinste Abweichung. Für etwas Abwechslung wurden am Freitag, dem 2. Wettkampftag, zufällige Programme geflogen, wobei hier vor allem die Erfahrung und das Können der Piloten gefragt war. Für die Zuschauer wohl aber am interessantesten ist das sogenannte Freestyle, zu Deutsch Freistil. Hier durfte man sich frei zur Musik bewegen und mit dem Flugzeug am Himmel tanzen. Die Bewertung der geflogenen Programme und die dazugehörigen Figuren übernahmen dabei spezielle Schiedsrichter. Hier vorne sitzen 5 Schiedsrichter mit Assistenten und jede Figur in den Programmen hat einen Schwierigkeitsgrad, das ist ein riesen Regelwerk. Und zum Beispiel eine Abweichung von 5 Grad, entweder hier oder so, einfach gesagt, ist 1 Punkt Abzug von 10 möglichen. Und das wird im K-Faktor, dem Schwierigkeitsgrad der Figur multipliziert und da gibt es Punkte. Und wer die höchsten Punkte hat, der hat gewonnen. Kunstflug ist aber nicht gleich Kunstflug. Je nach Schwierigkeitsgrad gibt es bei diesem Sport verschiedene Klassen, in die die Piloten nach ihren Fähigkeiten und ihrer Erfahrung eingeteilt werden. Also es gibt
Die Amerikaner fliegen 5 Klassen Basic, das ist die ganz unten. Dann kommt, das wird dann, ab der Klasse fliegen wir hier in Deutschland und auch europaweit, eigentlich weltweit, ist Sportsman. Ist leicht, Sportsman, was halt ein bisschen sportlich. Dann Intermediate, das ist ein bisschen schwerer. Dann gibt Advanced, das ist schon eine ordentliche Steigerung. Und danach kommt, das ist nochmal eine Riesenstufe in Unlimited. Und das sind die, hier sind alles Unlimiteds. Die Freistil-Disziplin war an diesem dritten Wettkampftag das Ende der Kunstflugmeisterschaft in Welzow. Einen Tag später fand dann noch ein letzter Flugtag statt, um sich auch bei den Menschen aus Welzow zu bedanken und einen gebührenden Abschluss für die vergangenen Tage zu vollziehen. Morgen ist aus, glaube ich, morgen fliegen wir hier für die Leute aus Welzow und der Umgegend, die uns ja manchmal ertragen müssen, wenn wir hier trainieren. Aber das ist wunderbar und ich möchte hiermit auch meinen Dank aussprechen, dass sie uns ausstehen. Das finde ich ganz toll. Ja, und vielen machen wir ja auch Freude, die kommen hierher, trinken eine Tasse Kaffee hier im Café und schauen uns zu, wenn wir hier trainieren. Das ist unser Standard-Trainingsplatz, unser Zuhause. Und vielen Dank dafür. Für dieses Event kamen Piloten mit ihren Maschinen unter anderem aus Luxemburg, Frankreich, Ungarn, Polen, Deutschland und eben auch aus der Schweiz. Einer hat kurz mit uns gesprochen. Ja, mein Name ist Hans-Peter Horner, ich bin aus der Schweiz. Ich fliege schon als über 50 Jahre Flugzeuge. Also große Aerobatics fliege ich so etwa 20 Jahre. Und sind Sie das erste Mal in Welzow oder waren Sie schon mal? Das erste Mal in Welzow. Wir haben dann super Empfang gekriegt und ich bin sehr froh, dass ich gekommen bin. Ich habe es eigentlich fast nicht hingekriegt, wegen der zeitmäßig habe ich ist da nicht so gegangen. Aber ich bin froh, dass ich gekommen bin. Wir haben ja gerade Ihren Flug gesehen. Sind Sie sehr zufrieden damit, mit Ihrer Leistung? Ja, eigentlich heute war der Flug ziemlich gut gegangen. Ja, ich war da, die Dinge, die ich einstellen wollte, probieren wollte, die sind gegangen. Ich habe da auch so eine neue Figur, das ist wie so ein Wagenrad, habe ich da zuerst das erste Mal gemacht. Damit all diese Stunts möglich sind, waren Bernd Scharenhorst und Jürgen Nickel als Flugleiter in Welzow und hatten den Luftraum sowie die Start- und Landebahn immer im Blick. Ja, hallo, und wir sind hier heute auf dem Kontrollturm des Flugplatzes und wir haben von hier aus die Aufgabe, mein Kollege und ich, dass wir den Flugverkehr hier entsprechend so abwickeln, dass alles schön flüssig läuft und es keine, ja, sag ich mal, kritischen Situationen gibt, wo sich Flugzeuge in der Luft bzw. auch am Boden berühren oder zu nahe kommen. Das ist unsere Aufgabe hier, also Hauptaufgabe. Des Weiteren sind wir hier in der Lage, den Piloten, die in der Luft hier sich melden bei uns über Funk, entsprechende Informationen über unseren Flugplatz zu geben, welche Landerichtung zum Beispiel aktiv ist, wie der Wind am Platz sich bewegt und was alles wichtig ist für den Anflug zum Flugplatz. Zwischen Flugleiter und Fluglotse gibt es allerdings einen Unterschied. Also der Flugleiter ist im Gegensatz zu den Fluglotsen der DFS nicht weisungsberechtigt. Das heißt, wir geben nur Informationen über die aktuelle Start- und Landebahn, über den Wind, Wetterinformationen nach der Landung, welchen Rollweg soll genommen werden zum Abstellplatz und dergleichen mehr. Während des Wettkampfes verlief zum Glück alles gut und die Sportler konnten mit ihren Maschinen zeigen, was sie drauf haben. Den Wettkampf gewonnen hat Melanie Estles aus Frankreich.